Herzlich willkommen zu VfR TV. Heute nach dem Spiel gegen Pullach. Zu Gast Nicolas Berthold, Innenverteidigung. Drei Spiele, keine Niederlage. Ich glaube, das liegt auch an der Abwehr. Ja, mit Sicherheit. Weil jetzt haben wir die letzten zwei Spiele zu Null gespielt. Rasch nochmal zwei Tore gekriegt. Aber wir stehen hinten, glaube ich, recht sicher. Und dann müssen wir das vorne jetzt, hätten wir ein Tor machen müssen, dann hätten wir es gewonnen heute. Der Trainer hat es auch schon gesagt, eher Punktverlust als Punktgewinn. Siehst du es ähnlich? Ja, muss ihm vollkommen recht geben, weil ich denke, die haben eigentlich gar keine richtige Chance gehabt, Pullach. Wir haben dann gerade in der zweiten Halbzeit die zwei Chancen gehabt und in der ersten Halbzeit, gleich in der ersten Minute, die Riesenchance. Und ich finde, wir waren ein Tick besser, ein bisschen mehr vom Spiel gehabt und hätten es verdient gehabt zu gewinnen. Definitiv, man kann schon so sagen, ja. Jetzt am Mittwoch kommt Landshut, die ist eine andere Spielweise als Pullach, bestimmt mehr mit langeren Bällen. Wie stellt man sich auf sowas ein? Gut, ich denke, wie gesagt, wir stehen hinten ganz gut, die letzten drei Wochen oder die ersten drei Spiele jetzt, und ich denke, das kriegen wir wieder hin, bis wir halt, ja, uns halt besser staffeln, gegenseitig absichern, und dann kriegen wir die Dinger schon raus hinten. Jetzt noch natürlich, spielst du in der Innenverteidigung, hast deinen Innenverteidigerkollegen Daniel Steinacher, man sieht es ja am Spielfeld, der ist eher der ruhigere Typ, wie geht man mit so jemandem um? Ja gut, wir kennen ja schon jetzt seit einem Jahr, glaube ich, so einem Jahr, und ich weiß ja, wie sehr Art ist, und deswegen, ja, komme ich ganz gut damit zurecht, hören wir das an. Er hat ja sehr oft recht, nur manchmal ist es halt impulsiv, aber komme ich gut damit zurecht, habe ich kein Problem damit. Man merkt es auf dem Spielfeld, dass ihr euch, ihr schnauzt euch an, aber dann geht es wieder weiter und nach dem Spiel ist alles wieder in Ordnung. Ich glaube auch, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg am Mittwoch gegen Landshut. Dir noch eine weitere gute Saison, ihr spielt es überragend hinten. Danke fürs Interview. Bis Mittwoch. Merci. Danke.